Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, das Mittelalter. Mein Name ist Kumpel und ich habe hier auf dich gewartet. Dann tue ich jetzt hier, die können da drüben stehen bleiben. Wir müssen jetzt so ein bisschen darüber, dann mache ich die Bäume hier noch schnell weg. Es macht halt auch echt Spaß. Also ich muss echt sagen, dieses Format hier, das macht so viel Spaß nach all der Zeit. Ich meine, über 2 Jahre ist schon geil. Ist schon geil, wie viel Spaß man mit Minecraft haben kann. Das ist, glaube ich, aufgrund der Selbstbestimmtheit. Also wenn man Aufnahmen macht, dann sagt immer jeder Kommentar, du machst das, du machst das. Nein, aber außer die Selbstbestimmtheit, ich lese Kommentare ja immer mit Interesse, ich lasse mich davon aber nicht unter Druck setzen. In der Folge durch diese Selbstbestimmtheit in Minecraft, du kannst es halt echt mit dem Leben füllen, mit dem du es füllen möchtest. Und das ist einfach supi. Das kann man nicht anders sagen. So. Das kann jetzt hier erstmal ein bisschen was despawnen. Ach, guck mal, die Schwarzeichen machen Schwarzeichenäpfel. Dafür habe ich natürlich keinen Platz mehr. Aktuell. Ich möchte auch noch nichts wegwerfen. Aber ich könnte hier, aufgrund dessen, dass es ja eh ein Weg runterkommt, kriege ich hier auch locker 1, 2, 3, 4 Erde unter und kann mir diesen erstklassigen Apfel holen, den ich ja gleich verspeisen werde. Verschmackofatzen. So, da ist das Dörfchen, das andere, das auch noch irgendwie geschützt werden muss bei Gelegenheit. Ein Dorf haben wir ja schon verloren. Gibt es hier eine Werkbank oder muss ich eine aufstellen? Der Brunnen ist echt doof, wie er so da steht gerade. Ist echt doof. Er ist doof. Er ist mir zu doof. Die brauchen auch keinen Brunnen, ne? Das ist ein altes Dorf und überhaupt... Wir verschließen jetzt den Brunnen mal kurz. Achso, ich habe nicht mal dafür Platz. Och, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wenn ich den Apfel nur schon essen könnte. Das, was ja super, super optimal. Warte mal, ich tue mal kurz hier die Werkbank da drüben hinstellen. So. Und dann holen wir uns das hier mal und dann holen wir uns auch dieses untergegangene Zeug mal. Das Wasserloch hier, das könnte man... Ach, ich habe eine Idee. Das wäre jetzt nicht die beste Idee. Wie wir diesen Brunnen hier funktional lassen können und dennoch... So. Dann, wir haben jetzt... Da würde ich Eichenklappen nehmen tatsächlich. Ach, da haben wir ja noch. Sehr gut. So, wir brauchen 1, 2. Ich bin ja schon wieder voll. Aber gleich habe ich sie ja weg. So. Nicht unrealistisch, möchte ich sagen. Da war halt komischerweise auf dem Berg eine Quelle. Don't think about it. Das macht keinen Sinn. Dann haben wir hier schon ein paar Zäunchen gleich. Und da haben wir noch ein bisschen Baumaterial. Der Brunnen ist bei denen eh kein Treffpunkt oder so. Der kann nix. Wenn ich das richtig sehe. Wir bräuchten eine Glocke, um dass die was da mit die da. So. Dann, machen wir mal gerade den hier und den hier. Das ist ja unfassbar. Was ich manchmal dicke Finger habe. Ach, das ist ein Törchen. Die wollte ich nicht. Ihr wolltet schon die da haben. So. Das sind noch nicht wahnsinnig viele, das gebe ich zu. Warte mal kurz. Ich mach mal schnell hier die Stickies weg. Jetzt mache ich mal hier kurz das da. Nee. Ich habe noch mehr Pfeile mittlerweile. So, dann hätte ich gern... ich bin so vollgebammt. Ich habe es nicht mehr im Griff hier. So, jetzt aber. Gib mir das. Gib es mir doch, bitte. So. Soll ja nichts wegkommen. So. Da kann jetzt erstmal kurz hier dieser Pfeil rein, der Knochen rein, die Bäumchen rein, die Samen rein. Jetzt sollte ich eigentlich erstmal wieder Raum haben, um ein paar Sachen aufzusammeln. Unfassbar. So, jetzt habe ich schon ein paar von diesen Stängchen. Die setze ich jetzt erstmal. Wo will der denn hin? So. Du,
Das war's. Doch mehr als gedacht. Der Apfel ist erledigt. Das Ende des Apfels ist nah. So. Das reicht aber auch noch nicht. Verdammt. Das reicht auch noch nicht. So. Wir setzen, was geht. Ich sag's dir ganz konkret. Nicht genug. Dann machen wir erstmal hier drüben ein Lichtchen hin. Und dann an der erzwungenen Mitte kann auch eins hin. Das ist hier die erzwungene Mitte. Das ist die erzwungene Mitte. Und dann kann da auch schon eins hin. Und dann ist schon wieder Abend. Das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn das die ganze Zeit passieren? Das ist ja fürchterlich. So. Wo ist denn hier mein... So. 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 Ah. Ohne Sticky wird das nix. Ohne Sticky wird das nix. So, so. Das sind dann auch mehr Stickies, als man so allgemein hin brauchen sollte. So, so. Fürchterlich. Oh, der Mond. Schön. Das ist mein Bett. Immer noch mein Bett. Sind irgendwelche Monster unterwegs? Sieht soweit ganz gut aus. Betten haben die, glaube ich, noch nicht genug. So, ich hatte Zäunchen gemacht. Ja, habe ich. So. Ein neuer Verkehrsweg ist geboren. Gebohrt. Ja, sag mir ruhig Danke, auch wenn ich dich aus dem Bett schmeiße. So, was kann ich hier noch? Ich tue hier nochmal ein paar Erde da lassen aktuell. Und die kann ich jetzt auch erstmal da lassen. Die bräuchte ich nämlich hier nicht weiter. Und ich glaube, dass davon sammeln wir noch genug. Das müssen wir irgendwann uns später abholen. Und hier kommt noch eine Beleuchtung hin. So, und da oben drauf auch. Einfach Safety First. Fackeln habe ich gerade gar keine mehr. Das kann man aber ändern noch. So, machen wir mal gerade. Tickertakatakatakatuckerland. So. Wieder Fackeln für anständige, arbeitende Leute. Gut. Mal gucken, was hier drüben noch so zum Looten ist. Und vor allem, wie es weitergeht. Achso, der ist die spawnt nicht, weil der Baum... Na, dann müssen sie doch weg. Das ist mir sonst zu viel Gehuddel. Die können neu gepflanzt werden. Das ist gar kein Problem. Also sehe ich nicht als Problem. Das sind schon schöne Stämme auch. Hätten wir auf passenderweise eigentlich für Brücke nehmen sollen. Hätte auch einen schönen Kontrast gegeben, so schwarz und hell. Ne? Aber, ja. Was soll das? Ach, guck mal. Da dann noch eine Wurst. Und da noch eine. So. So, aber nur durch ein komplettes Blatt machen kriegen wir hier das Waldstück. Und dann müssen wir irgendwie darüber, ne? Oder hier entlang. Ich fürchte, da müssen wir einen kompletten Weg aufschütten. Das könnte man machen. Es geht wahrscheinlich schneller, als alle Bäume nieder zu walzen. Das machen wir erstmal jetzt nur noch hier in dem Teil. So. Das geht ja alles relativ zügig. Zügig. Gucken, wie gut das ist, denn am Ende despawnt. Das werden wir gleich sehen. Also. Ich muss jetzt aber erstmal mir den Weg hier runterholen. Er hat runterholen gesagt. Das werden wir einfach mal tun. Ein bisschen grob einzeichnen. Mir fehlt hier teilweise noch das reparierte Gras. Und dann können wir hier runter gehen. Erstmal so grob.
Eigentlich bräuchten wir Stüfchen, ne? Beziehungsweise. Gut, dass wir nebendran ein Gebirge haben, wo wir uns Stein holen können. Das ist ganz praktisch. So. 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 Ich sollte das anders machen. Das ist nicht effizient. Das war nicht durchdacht, das war nicht effizient. Komm mal her. So. Weil wir haben ja jetzt hier diese Steigung vorgesehen. Dann kann da drunter wieder Erde. Tut mir ja leid. I'm so sorry. Und dann kann hier aber das hier hin. Und dann kann aber da auch Erde hin. Da auch. Und dann kann das hier. Das mal so. So. Wir ziehen hier den Streifen auch noch. Ach, das ist wieder alles. Keine Inventory Tweaks gibt mehr. Schade eigentlich. Gut, aktuell ist für die ganz neue Version eh nicht. Aber auch für die 1.14 gab es das nicht mehr. Hab's zumindest nicht gefunden. So, einmal hier kurz absaugen. Damit wir auch alles haben, was wir so brauchen. So, hier kann ich glaube ich schon eine Verlängerung in Angriff nehmen. Das ist absehbar, dass das sonst nicht aufgeht. So. Und dann kommt hier wieder ein fetter Steinstreifen. Und daran kommt wieder ein unfetter. So. Da unten drunter kommt ein fetter Erdstreifen. Da können wir hier schon mal einen anfangen, der aber. Da müssen wir lang, ne? Ja. Der. So und dann vorne dran so. Und dann nochmal vorne dran so. Und dann nochmal vorne dran. Das habe ich mit gerechnet eigentlich. Da konnte man was mit rechnen. Und so. Und dann. Können wir noch hier so. Ich ziehe hier nochmal gerade die Wurst nach vorne. Und zwar nicht bis da und nicht bis da. Aber hier kann auch nochmal Wurst hin. Da auch. Ach, jetzt ist die Erde wieder weg. Die geht so schnell weg. So. Hier auch noch. So, das haben wir jetzt erfolgreich aufgeschüttet. Und dann führt der Weg hier hoch. So, und da auch einen Streifen noch anziehen. Können wir hier auch noch machen. Und hier. Dann können wir hier unterdessen noch ein bisschen Weg weiterbauen. Hier würde ich nochmal warten, dass es da noch ein bisschen reparieren kann sich. So. Und dann führt er hier ins Dorf. Sehr gut. Das ist noch kaputt und dann geht es hier runter. Und könnte da zwischen diesen Bäumen durchgehen. Durchaus, also hier so vorbei. Da würde ich hier sicherheitshalber noch ein paar Lichtquellen setzen. Da fliegt ein Huhn friedlich gegen den Boden entgegen. So, das geht ja hier ganz gut so. Wie viel haben wir denn? Ach, ist Mittag. Immer dann, wenn es mir dunkel wird, ist Mittag. Das sollte ich vielleicht mal langsam lernen. So. Erstmal so ein Grobweg, ne? Sagte ich ja schon. So. Und dann werden wir wohl hier sowas wie einen Weg bauen müssen. Dazu habe ich eine Idee. Wir haben ja hiervon relativ viel und davon werden wir noch mehr kriegen. Wir tun jetzt hier den Weg so landgewinnungsmäßig. Ups. Ein Bohlenweg, ne? Also, ne, also das nicht. Also, wir müssen
Darüber müssen wir, ja. So. Und dann... Das geht ja schon nicht mehr. Da müssen wir doch noch was fällen. So. Ach, wir könnten das auch erstmal so durchziehen, ne? Dass wir wirklich das so... Und dazwischen füllen wir auf mit Erde. Das könnte man schon mal so machen. Das ist nicht unrealistisch. Dass ja auch jetzt kein Gewässer beschifft werden müsste. So, ich hole mal gerade. Das ist übrigens nicht der Weg, ne? Das ist nicht das ein Missverständnis, das es gibt. Das ist nicht der Weg. Nein, nein. So. Lauf, 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 lauf. Im Zweifel fällen wir hier einfach noch ein paar Bäume. Wenn es nicht langt. Das ist dann auch nicht so schlimm. Aber wir haben davon ja viele Leute in die Kiste gelegt. Und den Rest holen wir uns einfach aus dem Wald. Naja, viel, doch, es ist nicht so wenig. Apropos viel Holz. Ich wollte hier noch was machen. Und zwar spätestens hier so. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Das ist dazwischen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Das war falsch, ne? Ja. So. Oh, das war falsch Holz. Wobei, sieht jetzt hier mit dem Wasser ganz cool aus eigentlich. Lass ich mal. So, weil es dunkler ist. Damit sieht es ein bisschen nässer aus. Und hier vor müssten wir auch noch, also da müssen wir noch einmal rein. Falsch. So. Und wir müssen ins Bettchen. Bevor es Ärger gibt. Ist ja schnell passiert mit dem Ärger. So. Also mit dem, das ist eigentlich ganz cool, dass das dunkler ist. Das sind Fische, ich denke, da schwimmt die Nadel rum. Dann haben wir hier noch 7. Das ist wieder einer zu wenig für das, was ich gegebenenfalls vorgehabt hätte. Also sieht die Brücke schon mal ein bisschen verfeinert aus. Tja. Da wohnt noch eine Spinne im Wald. Dann wohnt noch ein Skelett im Wald. Ach, es wird schon ein schöner Weg hier. Für dich nicht mehr so? War hier nicht noch eine zweite Spinne irgendwo? Oder... Hat sich halt scharf getan. Du bist tot, bevor du gucken kannst. So. Noch jemand Unsympathisches hier? Aktuell wohl nicht. So, der Weg kommt jetzt hier so an. Ich nehme mal gerade mir hier Erdbaumaterial. So, der muss ja jetzt 3er Breite bekommen. Also müssen wir die Breite haben. Ach, guck mal. Noch einer. Ups. Was machst du denn da, du Turni? Ich habe ihn förmlich... Was ist ein Grußbaum? Pfeil. Sollen wir hier noch eine Fackel hin? Dass hier nicht die Bauarbeiten ständig gestört werden. So. 1, 2, 3, 4. Das ist schade, dass das jetzt da drunter liegt, aber es ist halt so 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Das ist eigentlich die richtige Zählart. So. Es wird auch einen Moment dauern, bis der Weg an der Stelle richtig wegig wird. Ich mache mal schnell hier den Pilz weg. Den finde ich da nämlich sehr uncool. Mal gucken, mal gibt es auch Pilze. So. Freut sich Luzi, wenn ich hier Pilze mitbringe. Die mag das einfach. So. Achso, ist alle. Ja.
haben wir noch, ja. Hat er dann angefangen, ne? Den nehmen wir doch mal zuerst. Voll erfolgreich übrigens. So. Der Baum muss weg. Und wir haben keinen Inventarplatz mehr für ihn. Ich komme gleich wieder. Ihr kommt schon wieder, keine Sorge, Baum. Ach, guck mal. Das ist ja sehr liebensgewürzig. So. Haben wir eine schöne improvisierte Brücke schon gebaut. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Die Pilze auch erstmal, der Samen so oder so. Die drei Kies brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die zwei Äpfel tatsächlich auch nicht zwingend. Und die drei Pfeile können auch dazu, weil wir brauchen eigentlich eh keine. Und ja, die Eichen tatsächlich auch. Schwarzeichen ist was anderes, da könnten wir eine setzen noch wieder, um den Wald so ein bisschen zu renaturieren auf der linken Seite. Wo wollen denn die Villager hin? Die haben keine Glocke, ist denen ihr Problem, ne? So. Einen können wir pflanzen und vielleicht hier noch so einen. Nicht ernsthaft, jetzt schon wieder zwei von diesen blöden Samen. Ich bräuchte also eine Glocke für die Villager. Das ist wohl so. Kann ich aber aktuell nichts tun. Nee. Das ist mir jetzt zu blöd. Öffnen die Wege dann doch ein bisschen zu weit, auch wenn die Verbindungen erstmal alle stehen, geht's. Aber vorher ist es echt zu weit. Das hier passt auch noch nicht, ne? Sehe ich gerade. Ein bisschen zurückschieben noch das ganze Ding. So. So. Kann man der Ecke auch noch ein bisschen Form reingeben. Ah ja. Und jetzt kann hier der Weg auf die richtige Breite auch kommen. Das ist hier an der Stelle wichtig, dass der Weg schon richtig breit ist. Wie viel haben wir? Ach, das Holz haben wir noch gar nicht benutzt. Da fangen wir jetzt mal mit an. Dass wir hier die Dinger in den Boden rammen. Damit haben wir auch nochmal eine Orientierung. So, das kann mit. Da fräsen wir mal kurz. So. Guck mal, wir reißen alles raus. Der Wald stirbt. Der Mensch ist da. Geht ja relativ zügig. Sind ja nur so dicke Stummel eigentlich. Die sind jedenfalls wesentlich angenehmer zu fällen als die großen Eichen. Das ist hier der Moment der Dunkelheit. Es müsste Mittag sein. Da bin ich mir relativ sicher. Aber nicht sehr. Doch, da oben ist die Sonne bei mir. Ich hab's durchlaub gesehen. So, ich glaube, ich mach mal hier tatsächlich weiter. Einfach, weil das irgendwie cool ist. So, so, so. Die Musik hat gerade wahnsinnig gut gepasst zu meinem Sortator. Wie viel Erde habe ich denn noch, die da aufgefüllt werden kann? So, da muss ich nämlich jetzt hier gleich ein bisschen gucken, dass es mal wieder passt, kurzfristig. Nämlich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, das und 1, 2, 3, 4, das ist genau die Stelle. Okay, da muss die Geschichte nämlich hier auch knicken. Und zwar für, mal gucken. Der soll ja 3 breit bleiben, ne? Dann ist er hier aber nur 2 breit, also muss das noch eins weiter, ne, da. Ich nehme auch das falsche Holz, sehe ich gerade. Nicht gut. So. Cool. Lotusmusik. Und wenn ich jetzt hier den Sand nehmen wir mal mit. Wenn ich jetzt hier meine Bahn wieder ziehen will, 1, 2, 3, 4, 5,
Dann haben wir hier. Ach, da ist die Engstelle, okay. Dann müssen wir hier noch einen reinpflanzen, flocken und dann können wir hier weitermachen, ne? Das müsste wieder passen. Glaube ich. Kann ich sagen, habe ich noch nie gemacht. So, so ein Damm aufgeschüttet in der Art. Jetzt geht's aber wieder gut von der Hand. Das ist auch irgendwie ziemlich cool. Weil es, dadurch braucht man keinen Damm aufschütten, der, was will ich sagen, der so Flanken hat, ne? Weil, das ist ja in dem Holz drin. Dadurch geht das ganz gut eigentlich. Ist das die richtige Bahn? Ich hoffe es einfach mal. Sonst lande ich in einem anderen Endhaltestelle als geplant. So, das war's auch schon. Jetzt muss noch Erde rein. Und dann auch hier der Sand noch weg. Dass wir da auch weitergehen können, wirklich. Und das auch anfängt zu begrünen irgendwann mal. Ich meine fast, dass das Ding teilweise sogar grün bleiben kann. Das wird immer wieder überschwemmt. Dann könnte das theoretisch fast grün bleiben. Glühen. So. Das ist natürlich hier nochmal so eine Stelle. Jetzt auch einfach mal auf die Art so ein bisschen anfixen würde, wenn dann da die eine oder andere Überraschung drunter lauern mag. So. Das ist natürlich, birgt Risiken, vielleicht ein Licht reinhängen. Ne? Ja, so dunkel ist es hier gar nicht. Das ist ja gar nicht so schlimm. Da können wir es von der Seite auch zumachen, das sieht aber auch wieder scheiße aus. So. Ich habe aber, glaube ich, gar nicht genug Erde, um das hier alles aufzufüllen, ne? Nicht mal als einen Streifen, geschweige denn als massiv. Mist. Habe ich überhaupt noch Erde? Nö. Keine Erde mehr. Wie der Franzose sagt. Und fast keine Schaufel. Und die Dings habe ich auch stehen lassen. Nacht wird's auch schon wieder. Wollte ich eine Werkbank stehen lassen, hinten bei der Brücke, ne? Gut. Das ist suboptimal. Aber jo, dann lege ich mich ja erstmal ins Bett. Ist ja auch mal ganz nett. Und dann mal gucken, wo kriege ich denn Erde her? Da drüben vielleicht. Ich brauche ein bisschen Erde. Ich glaube, wir sind auch schon wieder so gut wie am Ende, ne? Ach, das war damals der. Ach, guck mal, wer hätte das gedacht? Da habe ich ja mal drin geschlafen. Siehst du das? Da war meine Schlafhöhle. Damals, als ich noch so viel Angst hatte, ich immer Schlafhöhlen hatte. Also was? Ich muss ja eh da lang. Da hole ich mir jetzt hier gerade die Erde aus dem Weg raus, sozusagen. Dann ist der Weg so ein bisschen abgesackt oder so. Müssen wir wahrscheinlich gleich noch nachfräsen, aber egal. Das war's dann mit Schaufeln. Das kann ich keinem mehr anbieten, ne? Oder habe ich noch eine? Nee. Gut. Gut, ist auch eh viel zu schmal hier. Das muss noch breiter sein, wenn man das anbieten will. Aber zumindest habe ich noch ein bisschen Erde, um hier zu fuschen. Das würde ich jetzt nicht mal tun. Abwechslung, damit da noch ein bisschen mehr zustande kommt. Das ist nämlich ein bisschen schöner. Aber ich finde das cool. Und man muss es sich jetzt massiv vorstellen, ne? Ich weiß, es ist ein Fake, aber das kann man irgendwann noch beseitigen. Ein beseitigungswürdiges Fake, vielleicht gehe ich auch einfach noch mal ins Dorf zurück. Vielleicht auch offscreen und hol Erde. Wir haben so viel Erde. Bevor ich jetzt rummache mit Erde weiter,
Sollte ich das vielleicht auf die Art und Weise tun? Da kann ja schon mal ordentlich was wachsen. Es fehlt echt nicht mehr viel, ne? Verdammt. Dann wart. Ach, ich habe ja keine Schaufel. Dann hilft eben nur das hier. Die regelmäßigen Werkbänke überall. Stell ich mal gerade hier hin. Ein Werkbankspot. Hat jemand vergessen? So. Dann hole ich mir jetzt die fehlende Erde gerade noch hier aus diesem Streifen raus. Das geht ja auch schnell. Einfach mal so ein bisschen durchgehen noch. Da müssen wir später hoch dann. Hier könnte man das öffnen hin zu diesem Loch. Und macht hier noch so einen kleinen schönen Bogen. Und dann können wir hier irgendwo hochgehen dann. Haben wir so ein bisschen Erdgewinnung gemacht auf die Schnelle. Und das sollte jetzt aber auch alles sein, was wir brauchen. So flächenmäßig, denke ich mal. Da noch eine Ecke weg. Hier noch. So. Dann kann der Weg hier lang gehen und führt dann da lang weiter und da rein in das Geschehen. Habe ich da schon. Da habe ich noch was übrig. Da können wir dann hochgehen. Um zu sehen, dass wir richtig sind, das ist hier. Ah je, da müssen wir hier oben bleiben. Da drüben irgendwo müsste meine Säule sein. Da so. Glaube ich. Ich gehe nochmal da hoch. Weil wir hatten ja schon diese Brücke da runter gebaut. Das kann vielleicht Aktionismus geben. Ach, da ist die Säule. Ach so, genau, da sind wir da runtergegangen. Das müssten wir gar nicht. Wir müssen hier außen lang. Oder wir müssen hier. Ne, das kann man nicht. Das macht keinen Sinn. Müssen wir nochmal abbiegen. Die Säule ist der bessere Orientierungspunkt als das Zeug, was wir da jetzt gemacht hatten. Schade. Aber so ist es halt manchmal. Oh, ich überziehe total, ne? Schnell. So, das war mal ein angefangener Weg, der nicht weit gebaut wurde. Aber da kommen wir wieder im Besitz von ein bisschen Stein. Und, warte mal. Das hier könnte sogar noch richtig sein. Wenn wir hier abknicken, da lang, und da rüber gehen. Naja, das wird ein bisschen. Nee. Wir müssen da unten bleiben. Das wird. Ach, guck mal, wer da noch rumtreibt sich. So. Der Weg kommt wieder weg. Da hat die Richtung nicht gestimmt. Ich setze jetzt mal hier eine Orientierungsmarke da vorne hin. Fürs nächste Mal. So. Da lang müssen wir nämlich, um den richtigen Kurs zu halten. Grob wohl bemerkt. Aber wir müssen halt hier durchs Tal. Das hat ja anders, hat es keinen Hand und Fuß. Und dann kommt hier nochmal eine Marke hin. Die muss nicht so hoch sein. So, und dann müssen wir nur da vorne anknipsen. Sehe ich doch richtig, ne? Da hatte ich irgendwo ein Loch ausgehoben. Was ist denn? Das muss ich. Hä? Ach, da. Das ist doch noch so weit. Dann setze ich mir hier auch nochmal eine Marke gerade hin. Jetzt sehen wir aber den restlichen Weg vorgezeichnet. Sehr schön. Schnell. So. Ja gut, haben wir uns ein bisschen Stein wieder retour geholt. Das ist aber in dem Fall ja auch gut, wenn wir diesen Weg dann zu Ende bauen. Jetzt haben wir aber schon die beiden Dörfer so gut wie miteinander verknipselt. Das ist ja schon mal geil. Dann müssen wir das Dorf mit dem anderen Dorf verknüpfen und wenn wir das mit dem anderen Dorf verknüpft haben, haben wir es mit unserer Welt verknüpft.
so ein bisschen Licht, damit man nicht immer angegriffen wird. So, das hier wird jetzt schön zuwachsen erstmal, dann gucken wir weiter und dann führt der Weg hier. Da kann man aber tatsächlich noch hier erstmal an den Anfangspunkt gehen. So, da sind so ein Stückchen schon rein. So, und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und da noch ein bisschen breiter direkt an der Stelle hier, damit wir abschätzen können, ob Bäume noch weg müssen. Das ist auch noch nicht... So. Das ist streng genommen hier auch noch zu schmal, der Aufgang, aber ist jetzt erstmal okay. Und dann führt der Weg hier so lang und dann hier über diesen Holzsteg. Ja, supi. Gut. Haben wir es geschafft, Leute. Da haben wir es geschafft. Und ich habe wieder total überzogen. Ich suche mir jetzt mal hier einen Nachtplatz. Noch schnell. Wir hatten da vorne, glaube ich, ein schönes Haus. Das hat das Skyter super gebaut. Hier vorne etwas größere. Ja, das ist doch schön hier. Rotschneidmaschine, zwei Werkbänke, ein Bett. Ich habe ja ein Bett dabei. Ja. Und ja, und dann habe ich hier Blumen und Sand und sowas. Ich guck mal, mein Inventar cleare ich vielleicht noch, weiß ich noch nicht. Ich sag jetzt erstmal danke fürs dabei gewesen sein. Sorry fürs Überziehen, aber es macht einfach so viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.